Hallo ihr, ich habe vor ein paar Tagen diese Handpuppe gebastelt und habe gefragt, ob ihr Ideen für einen Namen habt. Und ich muss sagen, es waren viele gute Ideen dabei, aber ich habe mich jetzt für den Namen Bernadette entschieden. Und Bernadette und ich werden jetzt zusammen versuchen, Bauchreden zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, denn Bauchreden heißt zu sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Und die Worte werden genauso im Mund gebildet, wie wenn man normal spricht, nur dass man halt lernen muss, die Buchstaben P und W und M, wo man die Lippen für braucht, zu umgehen, beziehungsweise andere Buchstaben dafür zu sprechen, dass es aber trotzdem klingt wie ein B oder ein P oder wie ein M. Und dafür muss man erstmal das Alphabet auswendig lernen in Bauchrednerisch. Und das werden Bernadette und ich jetzt als erstes versuchen, das Alphabet ohne die Lippen zu bewegen. Dann fang mal an, Bernadette. Bernadette, fang an. Bernadette, nun zier dich nicht so. Die Leute sind extra deinetwegen hier. Na gut. Ja, okay, wir fangen jetzt an. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das war schon sehr gut, Bernadette. War nicht perfekt, aber ich meine, wir machen das ja auch noch nicht so lange. Wir üben ja jetzt erst seit 2, 3 Tagen. Und wenn man dann bedenkt, dass es 1,5 Jahre, 1 bis 1,5 Jahre dauert, bis man das perfekt kann, waren wir, finde ich, gar nicht schon gar nicht so schlecht für den Anfang. Tschüss!